Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu unserer Daily Dosis Arc mit Boucher, mit Alderle und natürlich mit euch. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Unser Kleiner ist gleich soweit. Der erste Prägetimer läuft ab in einer Minute 26. Kristalle sind hier noch drin, zwei. Die restlichen habe ich darüber gemacht. Leute, heute wartet die Materialschlacht auf uns. Wir müssen da oben auf jeden Fall ein bisschen weiterbauen. Und dann hätte ich gerne eine Musterausstellung hier unten aufgesetzt. Ich habe drüben schon mal angefangen. Ich will alle Teile mal angucken, die wir oben in den Turm integrieren können, damit ich entsprechend weiß, von was brauche ich wie viel. Hier zum Beispiel das Aquarium, das hatten wir, glaube ich, schon mal probiert. Das muss man tatsächlich hier an die Wand hängen. Und ich glaube, dass ich mindestens zwei, wenn nicht sogar vier, symmetrisch oben verteile. Hier siehst du auch einen Ludrop drin, Mosasaurier. Ist zwar alles in der kleinen Version. Die Quallen hier, Megalodon zieht seine Runden. Finde ich schön. Ich finde zwar, die Mosas passen hier nicht wirklich rein in so ein Aquarium, weil es unwirklich ist, aber es wird genau die Stimmung oben verbreiten, die wir brauchen. Und da möchte ich heute ein bisschen weiterbauen mit euch. Das kommt natürlich hier wieder weg, aber ich muss ja wissen, was baue ich da oben überhaupt rein? Es gibt nämlich, glaube ich, auch noch Felsstrukturen und so, und dann bauen wir uns da oben schön die Dunkelkammer. Und das ganze Zeug außenrum, ja, da fehlt ja die Decke vom Turm außenrum, die Stützpfeiler und so, das könnte eine Stream-Baufolge werden dann, dass wir das im Stream irgendwann machen, weil sonst gleicht sich das jetzt alles mit der Zeit. Außerdem, Leute, habe ich unheimlich Bock, dass wir unseren nächsten Arc-Stream machen, dass wir da so ein kleines bisschen wieder zusammenhängen. Jetzt hoffen wir natürlich das Beste, dass ich meine... Da, ich habe sogar einen Ball für den Fall, dass er irgendwas will, was ich nicht habe. Mein Süßer, du wirst immer schöner mit jedem Zentimeter, den du wächst. Und was möchtest du? Er möchte kuscheln. Ja, aber Diggerle, natürlich, gar kein Problem. Dafür sind wir auf die Welt gekommen, zum Kuscheln. Ja, guck mal, wie er es gestreichelt hat. Sehr, sehr süß. 33% haben wir schon, da freue ich mich aber. Hier halte ich natürlich die Augen ein bisschen drauf, aber das läuft jetzt immer besser mit seiner Nahrung. 40 Minuten, auf geht's. Ich würde sagen, Materialschlacht. Gehen wir erstmal kurz gucken, wer was hat bei uns. Ich habe nichts. Das ist mal wieder typisch. Genau, die fangen wir jetzt mal ganz kurz an, weil das ist das Erste, was ich schauen will. Wir brauchen aber auch noch dreieckige. Machen wir mal so, dass ich die dreieckigen hole. Kann da nicht irgendwas raus? Ich meine, das ziehe ich doch nie an, was der hier alles sammelt. Die Bärchen braucht er nicht. Die Krallen, die können wir aufheben. Das Giftzeugs auch. Das hier sowieso. Schub, schub, schub. Das kommt weg. Die hättest du ja eigentlich deinen Skorpion mal gönnen können. Und warum brauchst denn du 500 Fleisch, Diggerle? Und hier, das können wir auch wegräumen. Und weißt du was? Wenn wir schon dabei sind, machen wir das jetzt gleich ordentlich. Halt. Jawohl. Lumlilum, lalalalum. Gut, hier fliegt man normalerweise auch nicht durch, wenn man so ein Kaliber hat. Schawupp. Dann haue ich das nämlich jetzt mal hier rein. Die können wir nämlich irgendwann dann mal verkochen, siehst du? Und schon haben wir das. Dann haue ich das jetzt auch hier rein. Na, komm, das machen wir. Sonst fliege ich da jetzt 100 Jahre rum. Dann geht es einmal zurück in die Werkstatt. Und da ist der Boll. Der wartet immer noch auf einen Kollege hier. Müssen wir demnächst mal einen holen. Schwupp. Und dann hoffe ich, dass ich Dreieckszielinge. Aber da hatte ich, glaube ich, ganz viele noch. Jo, sogar Metall-Dreiecks-Healing haben wir unten, aber die hier brauche ich eigentlich. Machen wir mal 50 alle rüber. Und dann fliegen wir in die Höhe des Turms. Komme ich hier durch? Nee, kommen wir nicht durch. Es wäre eher eine gute 10-Box geworden. So. Ich zeige euch mal ein bisschen, habe ich natürlich weitergemacht. Die Wände schon mal eingepasst, die ersten Türen schon mal angehoben, dass man ungefähr eine Vorstellung kriegt, wie das werden soll. Eine Riesenfläche, das wird wunderschön. Wir müssen halt mal gucken, ob wir da Räume reinmachen. Laufwege, das weiß ich alles noch nicht so genau. Hier habe ich mir überlegt, hätte ich gerne... Da müsste ich jetzt die Vierer hier anbringen, gell? Muss ich nochmal zum Agi, weil... Ich bin gespannt, ob das überhaupt so aussehen wird, wie ich mir das vorstelle. So, das heißt, ich habe jetzt hier 25 und hier 25 und auf die Dreiecke kommen die Vierecke. Damit wir hier einen doppelten Laufweg drumherum ziehen. Das wäre so das, was ich gerne machen möchte. Das muss man mal wenigstens an einer Seite probieren, weil da kommt nämlich jetzt eigentlich auch noch eine Steinwall hin. Ne, die kommt jetzt eigentlich gar nicht mehr hin. Das Problem ist aber dann, dass das dann wahrscheinlich... Da muss ich hier Metalltüren reinmachen, sonst wird es wahrscheinlich zu hell innen drin. Ja, weil hier kommt jetzt dann auf jeden Fall außen noch ein Gitter. Unten kommen die Stützpfeiler dazu, dass wir uns hier praktisch um den Turm rum aufhalten können. Ja, machen wir es mal gerade bis hier fertig. Dann haben wir wenigstens mal eine Ecke. Da hast du schon einen drin, allerdings einen dreieckigen. Und das hier war ja eigentlich jetzt so auch nicht mehr richtig, ne, mit dem Metall hier. Das kommt hier weg, das darf dann nachher nicht mehr sein. Jupp, so ist es. Und da kommen jetzt normalerweise wieder die Dreieckssteine hin.
Okay, das war's schon. Nochmal zum Agi. Lum, lum. Es ist halt sehr teuer, deswegen habe ich mir überlegt, wenn man da mal einen Farm- und Baustream macht, dann kriegt man das normalerweise eher hin, als wenn ich jetzt. Ich habe ja damals gesagt, als wir das angefangen haben, wenn es zu materiallastig wird und ich wieder 100 Jahre Vorbereitungszeit habe pro Folge, dann muss ich ja sowieso was mir einfallen lassen. Ne? Machen wir das jetzt bis hier nur? Ja, zieh doch nochmal ein bisschen rum den Laufweg, dass man später ein Gefühl dafür kriegt. Da müssen natürlich noch Türen rein, aber da muss ich Metalltüren machen. Das war nix hier, ne? Wer schnauft denn da so? Das ist der Drachen, die Drachenbrut unten, die jetzt so geschnauft gerade, gell? Oh, warte mal, du hast hier komplettes Ding verbaut. Ab hier ist es noch, hier wäre es noch richtig gewesen, ne? Ne, ab hier ist alles falsch. Ach, Mensch, jedes Mal. Kurzer Moment, bitte. Gott sei Dank haben wir die Wumme hier auf dem PC-Spielstand. Das wäre sonst nix. Das sieht jetzt nur so aus, als wäre es nicht auf Höhe, ne? Ja, guck, jetzt passt's. Und zwar nur bis hierher und dann hört es wieder auf. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt irgendwas abgebaut, was ich nicht abbauen wollte. Sitzt der auch wieder tief? Ja, der sitzt auch wieder tief. Manchmal sehe ich es auch nicht gleich, ne? Jetzt sitzt er tief, jetzt sitzt er richtig. Das Snap-Verhalten einer Viererplatte. Immer wieder ein Erlebnis. Jetzt hat es mich gedisst, hast du gesehen? Ist halt vielleicht einfach ein bisschen zu viel schon wieder, was ich hier mache. So kommt das reicht erstmal, das ziehe ich dann mal irgendwann rum. So habe ich mir das vorgestellt, allerdings wird es dann hier Licht reinscheinen lassen und das will ich nicht. Also müssen wir da Dinger hinein. Da kommt hier ein Zaun rum. Ich hatte kurzzeitig sogar überlegt, ob ich mir hier eine Steinwall, aber das geht nicht, ja, dass ich außen eine Steinwall dazu bringe. Das könnte man höchstens kurz probieren, das habe ich noch nie gemacht, dass ich da strukturtechnisch eine Steinwall habe. Viel neugieriger bin ich jetzt auf die ganzen Eco-Sachen, die wir oben ranbringen wollen. Ne? Pass mal auf, ich will hier nur eine Handvoll. Ja, gib mir die mal rüber. So. Gehen wir nochmal hoch. So. Aber das geht, glaube ich, nicht, gell? Das würde dann wahrscheinlich drin glitschen, wenn wir Pech haben. So. Ja, der ersetzt das halt. So weit habe ich gar nicht mehr gedacht. Der ersetzt es halt. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, dass ich die Metallstrukturen eins reinsetze und wir hier außen weiter mit der Mauer fahren. Aber sind wir mal ehrlich, das wollen wir bestimmt nicht. Mist, ich habe das vergessen, dass es das ersetzt. Nee. Wir gucken mal kurz, wie das aussieht überhaupt, wenn da plötzlich Metall auftaucht am Turm außen. Ja, das ist die obere Etage durch den Laufrand. Wenn wir dann eine schöne Steinsäule, eine schöne Steinbordüre außenrum machen in Form von einem Steinzaun, dann kommt es nachher schon. Und oben haben wir ja dann auch nochmal. Ne, wir lassen das so. Wir lassen das so. Lass uns mal noch ein paar Mauern reinziehen. Ich habe nämlich Metall noch unten drin, dass wir da mal wirklich sehen. Das muss ein bisschen mehr Höhe kriegen, sonst kann ich es nicht abschätzen. Ne? So. Das wird schon. Das Metall macht sich da oben ganz gut. Es grenzt so ein bisschen das ein. Das kommt hier rüber. Die Metallsachen, die sind jetzt rausgeflogen, gerade weil ich hier, ne? Dann macht das mal hier rüber. Geht uns auch langsam zur Neige, aber oben läuft ja normalerweise wieder durch. Das snappt manchmal nicht so, wie es soll. Jetzt hat er es wieder. So, dann gehen wir vor. Stein rausräumen. Stein, Stroh und Holz. Vogel, hast du noch irgendwas Schweres, was ich dir rausnehmen sollte? Die Ceilings. Und dann gehen wir die Teile bauen von der Eco-Mod. Es wird jetzt sowieso gleich dunkel, glaube ich, oder? Ne, ist erst Mittag. Vielleicht sehen wir es aber dann im Dunkeln, dann kann ich es besser abschätzen, was ich will, ne? So. Machen wir mal die 55 in der Fogi. Nehmen wir uns noch einen 50er raus. So. Dann kriegen wir auf jeden Fall mit 100 weiteren Elementen da oben heute schon mal einen Blick dafür. So, und zwar will ich am meisten da hinten erstmal zumachen, weil ich die zwei, drei Türen schon reingebaut habe,
dann sehen wir da am ersten, wie es weitergeht. Ja, das ist doch eine Geschichte. 3 haben wir gesagt, bis 4, ne? Also 3 auf jeden Fall. Wahrscheinlich aber 4. Damit es nicht so gestaucht wirkt. So. Da das ja ein Darkroom wird, wird dann natürlich kein Fenster reingehen, ne? War schön, wie die sich gerade setzen lassen ohne Probleme. Ja, 4 müssen wir es auf jeden Fall machen. Kann das nämlich aber gut sein, dass ich noch Deckenleuchten ranbringe. Dann zählen wir jetzt gleich mal ab, was ich an Türen brauche. Ich habe jetzt aber auch überlegt, ich hatte ja hier Doppeltüren drin und Einzeltüren. Ja, aber das gefällt mir. Ein paar liegen noch unten, die sind fertig geworden. Jetzt lass uns mal hier kurz die Dreierschiene einmal rumziehen. Da holen wir die Türen. Und dann machen wir das Ding einmal auf 3 hoch und dann sehen wir es ja. Das passt alles. Hier kommt noch weiter hin. Hier, hier. Und auch da. So, jetzt haben wir eine 3. Wir müssen 4 hoch. Wenn jetzt sogar 5, Leute. Also, pass auf. Wir brauchen eine 1 zu 2, 2 zu 2, 2 zu 4, 3 zu 4, 3 zu 6, 4 zu 6, 4 zu 8, 5 zu 8. 5 kleine und 8 große Doppelschwinger. Machen wir mal 7, 10. 7 kleine und 10 Doppelschwinger. So, jetzt müssen wir gucken, was ich noch habe. Hier. Das sind die Glas, die habe ich aus Versehen gebaut. Metal, 6 Metal haben wir. Das heißt, wir brauchen noch 2 Metall Double. Ne, ist richtig? Double Door Frame 2 aus Metall. Metall, Double Door Frame 2 Stück hätte ich da gerne noch. So, das war die Geschichte. Und dann brauchen wir noch die hier. Da habe ich genug gemacht. Die hier. Und dann zählen wir das nochmal ab. Jetzt setzen wir das rein, ziehen die Mauer auf 3. Und dann verballern wir die restlichen Walls noch auf 4. 4 müssen wir Minimum. Und dann gucken wir mal, vielleicht kriegen wir noch die Tür-Inlays gebastelt. Da hätte ich auch Bock drauf. So, jetzt pass auf. Mache ich mal das hoch. Das hoch. Vorne liegt die Wall. Dann die Doubler. Und dann die... Okay, dann halt so rum, wie du es willst, Digga. So, hier kommt die Double rein. Ja. Ich hoffe, dass es auf der rechten Höhe liegt. So, und da kämen dann die hier drauf. So, herrlich. Da kommt eine 1er rein. Die ist jetzt von der Höhe... Ne, das wirkt immer nur so, als wäre das versetzt. Das passt aber gleich oben. Zack. Zack. Dann haben wir hier wieder eine Doubler. Die hat sich jetzt sogar mal richtig angeboten hier. Wir müssen es auf 5 hoch machen, habe ich das Gefühl. Aber wie gesagt, sehen wir jetzt gleich. Nee. Hat er sich kurz vorher noch runtergezogen. So ist recht. Ja. Das wird schon cool, glaube ich. Schönes Türmle haben wir da. Ein würdiges Gebäude für die Zentrale der Map, finde ich. Ne? Wir sind genau in der Mitte. Das haben wir richtig gut gemacht. Also nicht hundertprozentig die Mitte, ist praktisch da, wo der Pfeil jetzt hinguckt. Aber da haben wir echt ein schönes Plätzle ausgesucht. Ja, das passt. Aber jetzt geht es hier weiter und hier. Hä? Stück, hast du noch ein Element oder 2 oder 3 oder 10? Ja, nur 55. Nimm dir, was du brauchst. Nimm nicht so viel, sonst kannst du nicht mehr laufen. So, jetzt aber. Schön. Ach Gott, ich liebe das halt zu bauen. Wem sage ich das hier? Guckt ja zu, ne? So, hier kommt wieder ein normales Türle rein. In diese Richtung, auf dieser Höhe. Perfekt, perfekt. Dann haben wir wieder Doubler. Jetzt sehen wir auch gleich, ob wir richtig abgezählt haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, da fehlt jetzt gleich die Hälfte. Die war nix. Und nach dem Drache muss ich gucken, ob der gleich noch Futter hat. Ja, nach oben, genau so muss das hin. Ich glaube, ich habe zu wenig gebaut. Nee, doch. Nee, es passt, ich habe es richtig abgezählt. Da freut er sich, dass er richtig abgezählt hat. So, die Geschichte haben wir. Jetzt pass auf, jetzt müssen die Türen hier raus. Dann zählen wir durch. Aufheben, da kann sein, dass wir aber Mats brauchen. Aufheben. Ich dachte, ich mache das mit Glas, weil ich außen noch eine zweite Mauer ziehen wollte, aber dann wird es so ein blöder Laufgang, den will ich dann doch nicht haben.
Nee, ich brauche das Tor. Also, vom Agi weg. 1, 2, 2, 2, 2, 4, 3, 4, 3, 6, 4, 6, 4, 8, 5, 8, 5, 10, 6, 10, 6, 12, 7, 12, 7, 14. Machen wir mal 8, 14. 8 kleine Türen und 14 große Türen. Oh ja, dann 8, 14, das mache ich jetzt erstmal, dass ich weiß, was ich an Mats brauche. 8, 14, 8, 14. Du darfst es nicht vergessen. 8, 14, 8, 14. Ich vergesse es halt so schnell. Die kommen weg. Die kommen weg. Das heißt, Strukturen. Ich weiß nicht, ob ich die freigeschalten habe, die Türen. Ja. 8, 14. Habe ich gesagt. Das heißt, von denen brauche ich 14. Double Doors. Die können wir uns auf jeden Fall heute schon mal angucken. Und das hier sind Fenster. Dann sind es die hier. Davon brauche ich 8. Gut, das merke ich mir jetzt. 8 normale Türen. Wir gehen zum Drache. Hallo, mein kleines Stückchen. Oh, der wird immer größer. Jupp, hat er noch ein Kristallchen drin. Das freut mich. Der hat ganz dunkle Augen, Leute. Freue mich schon, wenn wir mit dem das erste Mal fliegen können. Was haben wir gesagt? 8 normale Türen müssen noch her, ne? Und dann sind wir soweit. Dann können wir die kurz einbauen gehen. Und dann machen wir die nächste Ladung oben drauf. Also die laufen immer noch durch. Ich brauche aber auch noch weitere Walls. Für meinen Fogi. Ah, die 34 rüber. Du kannst mehr tragen als ich. Guck mal, dann nimm doch du auch mal die Sachen wie die Kettensäge. Die nimmst du alle mal rüber, weil dann kann ich nämlich hier mehr rausziehen. Mache ich hier gerade das Richtige? Ja, hier sind sie. Ne, hier sind sie. 14 Strukturen. Die 8 hat er sich sogar gemerkt hier oben drin. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Metalltüren, 8 Stück. Bauen. Und ich brauche die letzten Walls. Heute verbauen wir alles, was noch da ist. Ich habe ja Material durchlaufen. So, meine Lieben, und dann haben wir da oben schon mal ganz kleines bisschen was fürs Auge. Dann geht es hier unten weiter in der Mustersiedlung der Eco-Tools. Da werden wir auf jeden Fall alle aufbauen jetzt einmal, die man setzen kann. Dann sehen wir auch, wie viel Platz es wegnimmt. Und dann schauen wir gleich nochmal in diese Strukturenkiste rein. Es gibt auch einen Baumstamm, den du hinlegen kannst. Den würde ich übrigens gerne mal bauen. So ein Baumstamm, der dann quer liegt, vielleicht da vorne hin. Das macht so ein bisschen das Landschaftsbild geiler. Und wir holen uns wahrscheinlich irgendwo hier auch einen Redwood-Baum ran. Muss man mal gucken, wo man den dann hinstellen. Ein schöner, großer, auffälliger Redwood-Baum. Eventuell später ein kleines Baumhaus drauf. Aber auf jeden Fall holen wir uns dann da den Harzsammler. Da vorne vielleicht irgendwo. Oder links und rechts von diesem Haupteingang drüben, weißt du? Können wir auch mal angucken. Machen wir ein bisschen Eco-Geschichten noch. Hier ist natürlich noch jede Menge zu verzieren im Turm. So. Dann springe ich einmal rüber. Was habe ich gebaut? Die Türen habe ich gebaut. 8 Stück davon. Irgendeins kackt hier immer. Du warst nett, ich weiß. Dir sträuben sich nur die Federn. Schon klar. Gänsehaut gegeben, gell? Aldewutz! So, komm her, dann machen wir jetzt erstmal die Türen rein. Und zwar die Doppler, die Einser und ab geht's. Also, Doppler, Doppler. Einser. Ja. Achso, da ist der Laufweg noch, da muss ich aufpassen mit dem Fuchsi. Aber ich hätte sie schon gern anders drin gehabt. Geht es nicht? Ach, die zeigt in beide Richtungen der Pfeil. Lauter Dinge, die mir so noch nie aufgefallen sind. Bei der Doppeltür macht er mir das nicht. So. Müssen halt nur aufpassen, wenn ich sie teste. Wir haben noch nicht überall den Laufweg dran. So, ja, dann haben wir eine schöne große Fläche. Deswegen, wir werden, kann auch sein, dass ich hier drin noch eine Pflanze reinbaue. Ich muss halt die ganzen Sachen jetzt mal angucken, auch, die man hier reinbringt. Wie gesagt, meine Prio liegt drauf. Das soll so ein bisschen Aberration-Feeling geben, wenn man hier reinläuft später, ne? Einfach aufgrund von Höhle, Licht. Guck dir das an. Einmal überall die Türen drin. Ich habe sogar mehr gebaut, als ich brauche. Aber das mache ich ja meistens immer ein bisschen mehr. Deswegen sammelt sich es bei mir auch ganz gut. Ich würde eine zweite, eine vierte. Würde ich oben drauf bauen, das machen wir jetzt mal. Dass wir das auch wirklich sehen.
Da hörst du dann auf, ne, wenn ich zu schnell bin. Das ist ja nicht gewohnt. Okay, lass mal den Fünfer da. Das sieht man ja dann gleich, ob wir da noch eins höher gehen. Das ist also so eine Geschichte, die ich auch von außen nochmal abchecken muss, geschwind. Fenster sind absichtlich keine drin, dass wir nachher die Stimmung hier richtig einfangen, ne? Unglaublich, wie viel Material ich da reinhaue in so ein Tool. Das ist nur, weil ich nur eine Location habe momentan, mit der wir bauen. Wenn wir es 5 hoch machen, bin ich zufrieden. Das kostet zwar nochmal einen Schlag voll mehr Mats, aber Leute, ihr kennt uns, oder? Wir wollen es doch auch schön. Wir machen 5er Höhe. Aber dann bin ich schon wieder, dann laufe ich schon wieder Gefahr, dass ich den Raum hier zweietagig mache. Ich überlege mich, lass es mal auf mich wirken, das werden wir heute nicht entscheiden. Zeit frisst's Auge, obwohl ich viel vorbereite. Ne? Eigentlich reicht eine 4er Höhe. Die 5er wird es einfach von jetzt im Moment, aber wenn der Deckel drauf ist, juckt es niemand mehr. Ist ja keine Lagerhalle. Agi, ich glaube, wir lassen es mit 4, oder? Normal müsste er jetzt einen Kacker machen, so als Bestätigung. So, komm mal her, Brumpfkuh, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich liebe den Agi. Ja, das wird mit dem Lauf, mit der Lauftrasse außen, wenn dann unten diese Stützpfeiler drankommen, die mache ich wahrscheinlich aus Holz. Oben dann noch ein Ding. Haben wir noch zufällig? Das will ich kurz sehen, wie das dann aussieht. Muss ich allerdings, glaube, dass wir uns dann Tabechara holen sollten, dann fürs Bauen. Das sind Foundations. Die da sind, die will ich kurz anheben. War das der Schwanz vom Drache oder ist da mal wieder seit langem ein Wildtier gespawnt? Nö, das war unser Dracula. Mach mal hier so am Eck, dass ich es am Eck sehe. Ja. Wie er sich gedreht hat, süß. Dann dreh dich nochmal so, ist absolut gut. Du machst es toll, du bist der Beste. Der Beste der Erde. Hier ist ein bisschen zu dick für dich, gell? Da kommen dann noch Fackeln hin. Von oben muss ich mir noch was einfallen lassen. Und wenn dann die Schrägen dran sind, wird das schon cool. Was ich jetzt noch probieren muss, ganz kurz, wenn wir Dachholz hätten. Wenn wir Dachholz hätten, könnte das eventuell ziemlich gut aussehen. Wir haben aber bestimmt keine Dachschrägen gerade. Was haben wir denn hier? Ceiling. Komm, wir gucken mal ein bisschen Holzfarbschirm noch rum. Ich will ja nur mal mit 4 Stück probieren. Structures. Holz. Das sind die Rampen. Das sind die Rampen. Da müssen wir geschwind hier rein. Das sind dann die Roof. Ich weiß aber, Triangle Roof haben wir wahrscheinlich. Das wäre natürlich aber geil, dann könnte ich hinten mein Redwood-Ding aufbauen. Lass uns mal kurz was gucken. Structures, Holz. Triangle Ceilings brauche ich nicht. Ich brauche Triangle Roof. Würde ich gerne 6 Stück bauen. Slopped Wood Roof. Dann machen wir auch 6 Stück. Gucken wir uns mal ganz kurz was an. Ich weiß nicht, wie das ineinander snappt. Wenn da eine Lücke bleibt, kann ich es natürlich nicht machen. Was hat denn der Drache immer? Nicht, dass der Hunger hat. Du frisst schon ganz schön viel, gell? Aber den da hast du noch nicht gewollt. Hey, ja, guck mal. Das Thema ist durch. Morgen nochmal ein Prägetimer. Dann haben wir nur noch einen übrig. Und wenn wir darum sorgen, dass er immer das bekommt, was er will, oder in den Ball reinholen, dann haben wir das Tier voll geprägt. Was natürlich ziemlich stark ist. So, los, wir mal schauen, wo meine Rufs sind. Rufi? Habe ich was falsch gemacht? Gut, klar, Moment, ne, ich alles da, was ich noch brauche. Das wäre natürlich toll, wenn das ging. Schauen wir mal. Weil das wäre mir lieber wie diese kleinen Balkis. So. Pass mal auf, wenn du ein bisschen weiter darüber fliegst. Es geht nicht.
nicht, ne? Guckt die dann oben durch? Ach, der hat sich an den Zaun geheftet, aber das sieht ja auch stark aus. Was haben wir denn mal? Hey, aber das können wir hier, dann ist es zu eng. Obwohl, da kommt doch ein Zweierlaufweg, jeder mal gesagt, gell? Dann sollte ich das Ganze mal drüben probieren, wo der Zweierlaufweg ist. Gib mir mal das wieder mit. Ja, das war ja hier, das ist ja hier alles noch viel zu eng. Hier ist eigentlich das Leben. Ja. Aber da sieht es wahrscheinlich nicht so gut aus. Wieso geht es jetzt wieder nicht? Von der Richtung geht es nicht, glaube ich, gell? Ah, guck mal, du kannst hier kurz landen. Ich wusste gar nicht, dass das Dach so hoch ist. Es snappt aber nicht in die Richtung. Doch. Oh, das wäre natürlich top. Das wäre schon cool. Das würde es alles ein bisschen plastischer machen in meinen Augen. Und da haben wir aber dann eine Lücke drin, ne? Mist, Agi, ich muss ganz kurz. Sieht's aber arg an der Kante. Lass mich mal kurz absteigen, Digga. Weißt du, wenn ich es da auch nochmal hinkriegen würde. Macht er nicht. Aber dann habe ich da eh eine Lücke drin. Das wollte man ja eigentlich nicht. Und ich mach's so. Oder wir machen es tatsächlich nur hier an den Seiten jeweils. Und die Lücke könnte ich ja eventuell doch füllen. Muss ich mir überlegen. Vielleicht machen wir es doch eher mit diesen... ja, das ist nicht wirklich das, gell? Das überlege ich mir noch. Ich lasse es mal hängen, dann sehe ich es. Wenn ich jeden Tag vorbeikomme dran, dann kriege ich es am ehesten mit. So, Leute. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann würde ich fast sagen, wir bereiten das jetzt schon mal zusammen vor. Und morgen werden wir uns dann da draußen die Dinger im Einzelnen angucken. Aber das sind schon viele, gell? Was ich mich gerade frage, das sind alles die Blueprints, ne? Da ist nichts fertig gebaut. Das haben wir nämlich welche gehabt. Hier, guck, nimm das mal alles kurz raus. Aber was wir nicht brauchen, ist auf jeden Fall das Riff, die Lampe und die Pergola. Die brauche ich im Moment nicht. Muss ich gucken, ob ich hier noch was reingeräumt habe. Ja, aber nichts, was ich brauche. Hier ist das das Redwood-Paket, oder? Lass mich mal ganz kurz was durchgucken. Hier haben wir einen mittleren Redwood-Baum. Eine Metallplattform. Hier haben wir einen normalen Redwood-Tree. Den würde ich gerne einmal angucken. Dann haben wir hier einen Redwood. Den Stumpen will ich natürlich auch angucken, wenn hier einer Stumpen heißt. Das will ich natürlich schon singen. Und dann können wir uns irgendeinen Baum raussuchen. Was haben wir hier? Ah, die Woodplattform. So, wo ist denn der Stumpen jetzt? Hier, ne? Okay, bei da brauche ich nicht reingucken. Jetzt muss ich nochmal hier eben was schauen. Dekoratives. Was haben wir denn hier alles? Small Bush. Stone Snail. Die Scarecrow, die will ich doch aber auch einmal gesehen haben, oder? Haben wir die nicht schon angeguckt? Die sieht bestimmt rattig aus. Die wäre natürlich dann was später für die Gärten. Fancy's Fountain. Was? Fountains? Ah ja, so einen Brunnen könnten wir uns auch überlegen oben, ne? Small. Large. Kann ich den bauen? Ey, vielleicht können wir den in die Mitte setzen, aber in der Mitte ist der Fahrstuhl, gell? Wir gucken uns das einfach mal an. Lichter, Möbel, Planters und Pots. Die brauchen wir nicht unbedingt. Skins. Structures. Es gibt halt einen Haufen Zeug hier. Stained Glass. Da gibt es richtig schöne Sachen hier. Das hier. Topiary Steel can be placed. Angucken müssen wir es uns mal. Ah, die sind dieselben wie die. Habe ich jetzt schon wieder aus den Augen. So, komm mal her. Gehen wir ganz kurz hinter in die Mustergeschichte. Weil das sind schon ein paar coole Sachen dabei. Pass mal auf.
Diese Wurzel, die hätte ich gerne da hinten gehabt. Die fangen wir an. Komm, wir gucken es uns gleich noch an. Morgen können wir was anderes noch machen. Was weiß denn ich? Das kann ja hier so sein, dass die hier an die Mauer gelehnt ist. Wo ist denn das Stück? Der da ist es, gell? Oleg, ist das ein Riesenlappen? Ah, ja, ist ein richtiger umgefallener Baum. Ja, aber irgendwie total cool, oder? Problem ist nur, dass du den nicht weit vor dich herziehen kannst. Stell den mal dahin, einfach dann sehen wir es doch. Ah ja, klar. Ein Stück Redwood. Hat schon was. Auf jeden Fall finde ich, dass es was hat. Oh, schön. Coole Geschichte. Jetzt pass auf, jetzt gucken wir uns die Sachen noch an, die wir gerade gemacht haben. Auf morgen bereite ich ein bisschen was vor, dass wir dann wirklich auch wissen, was wir oben anstellen wollen. Wir hatten diesen einen Stumpen, den könnte man natürlich hier bei den Bienen auch reinbringen. Ja, das sieht doch richtig gut aus. Das passt ja mal voll zu den Bienen rein. Oh, da kann man echt tolle Sachen machen. Was fehlt mit dir? Wasser. Trink einfach einen Schluck. Oh ja, guck mal. Da haben wir ja einiges noch vor uns mit Verzieren. Dann gibt es wohl auch einen Verzierstream. Junge, Junge. Das wäre der Brunnen. Ah, der Wassereffekt gefällt mir aber gar nicht. Nee, das gefällt mir nicht. Den werde ich schon noch bauen. Da wäre dann dieser Grasstege oder was das sein soll. Das gefällt mir auch nicht, das Zeug. Also zumindest nicht für das, was ich jetzt vorhabe zu machen. Nee. Da gibt es bestimmt andere Möglichkeiten, wo das besser dazu passt. Die Vogelscheuche wiederum, die ist ja mal richtig gut. Die würde ich tatsächlich auch mal davor nehmen. Einfach mal hier so hin. Alter, ist die gut. Naja, wenn wir dann unser Gewächshaus und unsere Beete haben hier am Eck, dann können wir auch so Vogelscheuchen aufstellen. Sehr geil. So, meine Lieben, wunderschön. Nimmt langsam immer mehr Form an, unser Bungalow hier. Das wird schon. Allerdings, das Wichtigste ist, dass wir uns jetzt hier weiter vorwärts bemühen. Da haben wir dieses, naja, das, wir haben ja gesagt, ein paar davon kann man durchaus nehmen, ne? Also das hier, glaube ich, hatten wir sogar angedacht, dass wir es nehmen. Ja, das war eins der Vivarien, die oben reinkommen. Panda haben wir gesagt, lass mal weg. Und dieses Höhlending haben wir gesagt, können wir uns gönnen. So, und da baue ich jetzt auf morgen noch ein paar von denen, die wir noch nicht gesehen haben. Und dann haben wir eine Übersicht, ne? Also für die Wände zum Beispiel, lass uns das noch kurz machen, meine Lieben. Wir kommen so jung nicht mehr zusammen. Einmal noch kurz hochgeflogen. Ich will es einfach mal anheben, wie das auf Metall wirkt. Hast du noch einen Kristall oder brauchst du frische? Ich hab noch einer. Super Geschichte. Wo ist mein Argo? Archieland, Archieland. Flieg mich hoch, wir bauen ein Aquarium auf, Digga. Schön, dass es auch noch so lädt, also passt alles. Ja, guck mal, da gehört eigentlich an jede. Das ist die Frage. Drei ist es, glaube ich, breit, ne? Ich müsste es tatsächlich dann über die Türen hängen oder ich verzichte tatsächlich auf den Aufbau der Tür hier. Dass wir uns, sage ich mal, dazu entschließen, nur die Doppeltüren. Dann haben wir nämlich Wände für die Aquarien, ne? Komm, wir probieren das mal an dieser Wand hier. So. Ja, das ist gleich entschlossen. Oder wir machen es tatsächlich nochmal anders, dass wir das rausnehmen, das lassen, das rausnehmen, das lassen, das rausnehmen, das lassen. So machen wir es. Es gibt eben, ja, ich nehme einfach zwei, drei Türen noch raus, so dass es symmetrisch bleibt. Und das Aquarium würde ich dann, die Mitte ist er hier. Sitzt mittig, ne? Ich müsste es allerdings bis hier ziehen. Bisschen noch. Mach's mal hin. Boah, das sieht rattig aus. Das sieht rattig aus. Allerdings,
Ich würde das anders machen. Wir machen es anders. Ich setze das runter weiter. Ich weiß ja schon ungefähr auf die Höhe hier. Auf die Höhe. Ich muss nur gucken, ob es einigermaßen mittig sitzt. Ich kann es natürlich auch ganz knapp am Boden. Das, was so macht. Und obendrauf haben wir die Möglichkeit, noch was draufzustellen oder was an die Wand zu pinnen. Köpfe oder so, weißt du, Trophäen. Vielleicht, wobei ich sagen muss, es hat mir schon gefallen, wenn das so ganz leicht an der Luft hing. So als Wandaquarium. Das wäre für mich der ideale Ding, wäre hier. Ja. Und obendrauf vielleicht dann diese indirekten Beleuchtungen, drei Stück. Dann würde hier ein Aquarium hinkommen. Da würde eins hinkommen. Warte mal, ich mache das ganz kurz, dass ich da schon mal die Lücken habe. Hier nicht. Da würde nochmal eins hinkommen. Jetzt muss ich kurz gucken, ob das symmetrisch dann bleibt. Hier nicht und da ist wieder eins. Eins, nein, eins, nein, eins, nein. Drei Stück sind es, haben wir dann hier drin. Herrlich! Dann haben wir seitlich schon mal einen Anfang. In die Mitte, da werden wir wahrscheinlich eher eine kleine Bordüre ziehen, Lichter aufbauen. Das wird schon. Ich freue mich total aufs Einrichten. So, meine Lieben, wir sehen uns morgen hier wieder. Dann schauen wir nach dem nächsten Prägetimer von unserem Drache. Ich nehme an, dass wir uns dann morgen gemeinsam die Eco-Teile anschauen, die hier oben reinkommen sollen. Und dann fangen wir an einzurichten. Dann müssen wir noch Wasser hochbringen irgendwann. Das war die Pflanzen oben. Das müssen wir uns morgen alles angucken. Morgen richten wir unseren Turm ein. Passt. Wir fangen natürlich mit dem Prägetimer an. 5 Minuten. Ich kuschel noch ein bisschen. Die 2, 3 Minuten bis dahin und dann geht's weiter. Bis dann.